Mikrofon, genau. Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier, gerade im Thüringen, also 3.1. Ja, es geht weiter mit Vorbereitung der Ernte, und zwar für Feld 10. Fahren wir mal den ersten zwei Trecher raus. Der erste ist dann Holland. Frisch repariert und vollgetankt. Den Sprit habe ich noch in der letzten Folge von den Tankstelle geholt, für hier für die Hochtankstelle. Jetzt muss ich mal hier ganz kurz um die Kurve rumfahren. Ja, wir haben wieder Regen in Thüringen, aber das macht nichts. Die Ernte ist ja heute noch nicht aktuell, sondern nur eine Vorbereitung. Ist noch nicht reif. Aber es wird bald reif werden. Wir haben jetzt, selber gucken, Tag 9. Der Sommer beginnt morgen. Kommen wir hier rum. Schauen wir mal, ne? Ein bisschen, ja, wir kommen da rum. Ja, irgendwie schon. Auf jeden Fall. Ja, wirklich, aber frei. Ja, ich habe es irgendwie zum Anfang auf neun Tage gestellt. Oder es war so mit Neustarterkarte so gewesen. Ist halt so. Und ist auf langer Sicht gar nicht so schlecht. Dadurch haben wir ein bisschen mehr Zeit nachher für den Frühling. Beziehungsweise im Winter, wenn kein Frost ist, können wir ja Bodenproben nehmen. Ne? Wenn ich das dann ab dem Tag drauf nehme, sobald. Überhängefest. Sobald ich irgendwo das keine Schäden verursacht. Mal kurz die Brechstange rausholen. So. Brechstange fertig. Ja, bevor wir jetzt nach der Ernte anfangen mit Bohnen rumzunehmen. Ich habe es noch nicht aktiviert, sonst würden wir ganz schön viele Verluste machen mit der Ernte. Hoffen wir, dass wir schön viel Lehmboden haben. Meine Erfahrung ist, der bringt am meisten Ertrag. Die anderen nicht so ganz so gut. Ton ist, also diese Sandgeschichte ist nicht so gut. Sandiger Lehm, gerade so, aber naja, gut, brauchen wir nicht machen können. Was habe ich hier auch vor, mit viel Gärrisse zu fahren. Bevor wir hier beginnen mit der Aussaat, mit den Flügen und dergleichen, dass wir da vorher Gärreste ausbringen, um zumal den Stickstoffgehalt in einem gewissen Grad anzuheben, um so den normalen Dünger einzusparen. Gärreste werden wir ja mehr als genug haben in der BGH. Es kann sein, dass ich jetzt zwischendurch auslagern muss, wenn es zu voll wird. Aktuell fahre ich einen Mist. Wir müssen gleich mal starten. Den Mistabfahrer. Gehen wir ganz kurz auf Hof 3. Einsteigen. Denn wir haben nicht Mist da. Reichlich. So, den Bruder mal starten. Und dann suchen wir uns den Kollegen. Haben wir genug Milch da? Dann kann der auch mal losdüsen, ne? Wir haben jetzt, ja, einmal Milch verkaufen können wir. Ist ja fest eingestellt zum Futterhandel, das ist am besten der beste Preis. Dazu stellen wir ganz kurz ein. Das ist der richtige Modus. Müsst ihr erst gucken. Der macht ja immer Probleme beim Zurückfahren hier, im letzten Fall jedenfalls. Und zwar an der Ecke. Ich habe jetzt hier mal die Fräse weggenommen. Ob das der Grund war, weil er nur so ein Triggerpunkt sein hätte können. Das kippen wir ganz kurz ab, wenn es gehen würde. Haben wir kurz zurück. Hier das Symbol auf Kreuz mit abkippen. Ich hatte ja gestern gleichzeitig Gülle gefahren und dann war irgendwann aufgehört. So. Das kippen wir ab. Muss ja nicht halb losfahren. Und den weg. Genau, der fährt hier durch. Und bleibt hier stehen. Warum weiß ich auch nicht.
weiß es nicht. Und jetzt fährt er halt die Runde. Normalerweise hätte er gleich hinfahren müssen, wenn es meiner Route geht. So, mal gucken. Kippen wir noch die Gärreste aus und schicken wir so Hof 1. So, LKW eigentlich ein schicken und ungünstig ist. Denn wenn wir jetzt Gärreste haben wollen, müssen wir auch was tun, ne? Das war die Gülle von Hof Nummer, ne Quatsch, von Hof 3. Und da wir jetzt leider Mist haben, wenn keine Gülle mehr kommt. Gut, das kann er nebenbei machen. Und bei Gelegenheit würde ich mal eine Route einfahren vom Hof 1 oder hier am Hof 1 die BGH mit Gülle betreiben. Drescher. Der war hier irgendwo da. Den wollten wir zu Hof 10 fahren. Quatsch schon. Zu Feld 10. Ja, heute die zweite Etappe. Gestern die ersten 4 Folgen, morgen heute die nächsten 3 mit Thüringen. Und dann haben wir auch schon wieder 12. Noch eine Kleinigkeit was zu essen und dann mal sehen, was da kommt. Ob ich da mit der Marsch beginnen werde oder ich mache die Marsch dann morgen. Und ab 3 spiele ich immer mit Justin und meinen Neffen. Ja. Einzige Möglichkeit für ihn, mir sehr zu spielen. Zu Hause wäre es eh nicht gegangen, weil ich da kein Netz habe. Beziehungsweise zu langsam wäre. Also über Funk und so. Draußen teuer, wenn ich im Ausland bin. Die Netze da hier besonders teuer. Ob, wenn es begrenzt ist, also wie gesagt, ich habe nur ein Handy und das sind höchstens 13 GB, die ich dann haben könnte, nur noch im Preis drin. Als andere ist dann sehr teuer. Und die Datenmengen sind, glaube ich, doch ganz schön groß, wenn man das machen würde. Ja, und jetzt geht das vorbereitete Ernte, ne? Ich möchte ja noch Klee und Luzerne so Ballen pressen. Und das Pferdegras wollte ich eigentlich in den BGH fahren, Hof 1. Einen der Silos voll machen. Mal sehen, ob wir eins voll bekommen. Ist schon alles vorbereitet. Hat schon lange auch gerade das Reife, aber ist nicht der Fall. Das kommt garantiert zur gleichen Zeit mit Getreide. Aber gut, das ist dann halt so, ne? Macht ja nichts. Getreide hat ja auch mehrere Tage Zeit. Wir müssen nur sehen, dass das Getreide, wenn trocken ist, das Getreide zuerst gemacht wird. Dann später in die Silage. Und da müsste ich mir einfallen lassen, ja, wie das entsprechend reinbekommen in die BGA. Das ist. Wenn genug Platz da sein wird für den Radlader und so. Und ansonsten müsste ich das nicht mehr erwarten. Blocking Milch, der fährt. Blocking Car, Mist, das ist der Mistfahrer. Ne? Wo es kann ich nicht gebrauchen, was Blocking ist. Steht er irgendwo. Ja. Muss gleich gucken. Mitarbeiter, die nicht decken können, das ist das Problem. Ist ja mit KI so, ne? Die machen nur das, was sie sollen. Ne? Wenn wir andere Entscheidungen antreten würden, dann das sieht noch recht grün aus, ja. Nur dazu sagen, ich habe es auch erst im Frühjahr ausgesät, weil die Karte neu gestartet ist. Und mit Seasons hast du ja dann komplett den. Das ist noch sehr weit im Wachstum. Naja, gut. Aber wir haben schon mal einen Drescher hier. Die werden ja hier nicht recht. Straße ist nicht blockiert, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Denn falls doch mal ein Fahrzeug hier langfahren wird, dann ist es doch garantiert besser. Wir machen Platz. Ja, so passt das. Können wir eine abkoppeln und dann anschließen. Das ist okay. So. Gucken wir einen anderen nach, nicht Blocking. Blocking ist nicht. Ja, hier habe ich viel probiert, Radlader und so, ist einfach kein Platz. Wo ist er? Der muss durchschalten. Und da waren wir. Müssen wir auch noch fertig machen. Wir werden zuerst manchmal Pferdegras machen können.
Blocking, genau, das habe ich mir befürchtet. Schwer. Das muss ich auch noch mal. Ah ja, komm schon, komm schon. Ach, das klappt perfekt. So, nichts Blocking, kann ich arbeiten oder? So, was haben wir an Dünger da? Dünger brauchen wir ja massig, ne? Und ich habe auf der Marsch das gleiche Problem, dass ich da aktuell, also hier ist nicht viel. Hier ist nicht viel drin. Saatgut ist auch nicht viel. Das ist nicht gut. Ich meine, gut für Aussaat, das dauert noch ein bisschen, also da muss ich sehen. Na, jetzt arbeitet er wieder nicht. Zur der Wand. Der Mist geht hoch. Das sind anders stellen. Das ist doch gar nicht. Mit drüber. Jetzt haben die Kühe so viel Mist gemacht, dass ich jetzt Probleme kriege hier. Kurz mal einsteigen, das Förderband reduzieren, so tun. Ist nicht ideal, ne? Aber super so. Müssen hier gehen. Muss man den Mist verarbeiten. So. Ich habe gerade gesehen, der Stroh ist hier alle. Der Anhänger ist leer. Gleich voll machen. Weil der Getreide noch lange nicht so weit ist. Eine Ladung Stroh holen von unserem Lager. Das möchte ich sehen. Hier hatte ich eigentlich auch einen Schrotter reingefahren gehabt, aber das tun wir hier nicht raus. Aber das scheint weg zu sein. Da müsste ich mal, da hätte ich was gelesen mit dem Austausch einer Datei. Auf Stroh. Hatte ich vorhin schon gehabt. Ja, Stroh werden wir auch wieder ein bisschen brauchen, ne? Von den Feldern. Hoffen wir dafür keinen Regen haben. Und Regen ist dann garantiert das Stroh wieder weg. Also ziemlich schnell. Dann können wir gleich noch Gülle fahren von Hof 1. Ja, ne, ich bin ein bisschen gerade umgebracht, ne? Natürlich auch Lohnzahlung gleich, nicht so ein Doppelfahrer, ne? Gleich im Einritt. So wie, wie gewonnen, so zerronnen, ne? Also so schön, Sprichwort. Aber unsere Fahrer sollen ja auch viel Geld bekommen, ne? Das ist ja so. Wenn man sowas hat, kann man auch entsprechend einen Takt dafür Geld bekommen. Also die Lagebahn habe ich schon einiges, ne? Brauche ich auch. Die nächste Kehlsilage dauert noch ein bisschen und brauche ja auch 2 Tage, bis es isoliert ist. Ne? Oder hier sogar mehr, 3 Tage dauert sogar länger. Deswegen habe ich auch gewundert, wie es überhaupt nicht klappt. 3 Tage. Müsste eigentlich bald reichen normalerweise. Wow. Gut, jetzt haben die wieder Stroh. Können sie wieder Mist produzieren.
Wieso ist er nicht voll? Ja, schönes Wettergras hier, ne? Ja, hier, ein Wachstum. Das wird was schön Ertrag bringen. Oh, fast genauso groß wie Feld Nummer 38. Auch so mit 38 Hektar. Das ist einer weniger. Das wird eine schöne... Hoffe, das Steinwerk geht auf. Weiß ich nicht genau. Nach Beschreibung soll es ja gehen, ne? Also, hoffen wir das Beste. Gülle fahren wollte ich. Die haben Vorteil, warum nichts. Da ist unser Benzinwagen noch gewesen. Oder Play oder so. Luzerner war es gewesen. Hier ist unser Pflanzenwettel. Wo ist denn der LKW? Was war dazu? Müsste er gleich kommen. Fahrer. Gedüngt wird erst wahrscheinlich erst morgen, wenn der Wachstum durch ist. Hier unsere neuen Fahrzeuge. Hier ist ebenfalls Düngefahrzeug. Alles in Punkt Vorbereitung. Ja, hier, da haben wir doch. Farmershof 1, da haben sie genug. Da werden wir auf die BGH vielleicht betreiben. Ne? Ja, wäre ja Blödsinn, wenn dann die Gülle jetzt querfeld einfahren würden. Und ich werde mal ganz schwer den Verdacht nicht los, dass die 800.000 Liter Einheiten, glaube ich, drin sind, nicht reichen werden. Da muss ich überlegen, ob ich irgendwo einen Zwischentank errichten werde. Oder zumindest ein Ausstellen, also so eine Containerhalle. Ne? Großes Gebäude errichten wollte ich nicht. Das passt irgendwo nicht rein, nimmt auch Platz weg. Und so ein Güllefass würde ich stellen. Oder zwei, drei Zubringer oder so von da aus und fahren. Fässer haben wir mehr als genug, wenn die funktionieren. Ne? Also der eine ist ja belegt für Gärreste, etwas für Pflanzenmittel und der andere ist belegt. Der hat funktioniert immer so. Aber Pflanzenmittel könnte ich ja zur Not in den Hof rein Lager geben. Und dann wäre er frei für Gülle. Kommt die Reinigung natürlich, ne? Die Reinigung ist ja wichtig. Naja. Ich glaube eher, dass man also so eine Fälle alles extra hat. Aus Gründen der ja, in dem Fall nicht Hygiene, sondern eher das Umweltschutz ist halt nicht. Ne? Kein Gift vermischt mit Gülle oder so. Und es die Natur belasten würde. Denn ganz leer kriegst du den Tank ja sowieso nicht, ne? Das ist halt einfach so. Keine Ahnung, was es die Vorschrift gibt. Aber ich glaube eher, dass die separat ein Konzentrat haben und kippen Wasser rein und dann kippen ihr Konzentrat dazu und dann wird es durchmischt und dann ist es fertig. So stelle ich mir das vor. Ich meine eher nicht, dass die komplett einen riesigen Fass, was überwiegend Wasseranteil ist, dass dann entsprechend dann eine schöne Wiese kann man sich noch gönnen. Ne? Mal sehen, vielleicht morgen. Wäre so eine Arbeit, die man noch machen könnte. Also die Lage war am besten. Ne? Da haben wir schneller so auf 1 und dann haben wir die Folge auf die Zeit so erreicht, wie ich es erreichen möchte. Alles von Algorithmus für YouTube. So, weg da. Also in Ansicht zu fahren, finde ich persönlich besser. Früher war ich da nicht dafür, aber jetzt mittlerweile geht es. Na klar, könnten die Spiegel jetzt besser eingestellt sein. Ne? Teilweise ist ja ungünstig. Wenn man Eintritt jetzt auch ein bisschen besser, wenn es funktionieren würde. Dann muss ich eine Hand für die Maus oder haben. Ne? So, fahren wir zum BGH, zum ersten Mal zu unserem Güllefass. Also Gülle, Behälter von den Kühen. Kommen wir rechts rum. Wird schwierig. Ist alles ein bisschen eng gebaut. Halt platschbar. Ne? Das ist ja das Problem, das viele haben. Sie haben die Fläche, die sie eigentlich optimal nutzen möchten.
Die können wir auch waschen. Da hätten wir es ja gar nicht. Dann muss ich eben das hinkommen. Wegen Drehen müssen wir alle hinkommen. Dann Deckel aufmachen. Jetzt kann man doch einen Debi suchen. Da die Bäume entfernen, könnte man eigentlich von rechts rankommen. Ne? Also das war Berechnung. Oder man muss hier Eva auch hier anschalten, ob wir hier irgendwas finden. Muss das R auftauchen, ne? Das reicht da hinten anzufahren? Ne, das reicht nicht. Wir müssen doch eher zum Ablösen. Ist ja hier auch ready für Schläuche und so, ne? Wer das gerne mag. Ich persönlich nehme es nicht. Weil dann müsste ich immer die ganzen Anhänger anpassen. Aber ich könnte es ja mal probieren, ne? Geht ja für nicht. Den hatte ich doch letztes Mal gehabt. Oder muss ich anders ranfahren? Seitlich gesehen. Ich habe ja noch einen Tank hier mit Diesel, das kann man probieren. Gut, und da geht's von da, ne? Gut, 68.000, 70.000 gehen rein. Gut, ich hoffe, das war's dann schon für heute. Lassen wir noch nebenbei aufladen. Dann sagen wir tschüss und ciao. Ja, ist ein Neujahr, ne? Ich überlege, ich grüßen muss Neujahr, aber trotzdem vor das Jahr noch, ne? Ja, sicher, ne? Eigentlich nur bei tschüss und ciao. Danke schön fürs Reinschauen. Und vielleicht sehen wir uns mal wieder. Tschüss.